Kommunionkind. Ein neuer Sonntag, ein neues Video. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und den möchte ich dir einmal vorstellen. Ja, der besondere Gast, das bin ich. Mein Name ist Bernd Michael Fasel. Ich bin Pfarrvikar hier in den Gemeinden Heiliger Franz von Assisi und St. Marien in Nippes. Ich helfe Pfarrer Kuhlmann mit als Priester und zusammen mit Miriam Schneider sind wir drei eben ein Team. Ich bin nicht in der Kommunionvorbereitung mit tätig, deswegen habt ihr mich wahrscheinlich so noch nicht gesehen, aber heute werdet ihr mich schon noch kennenlernen. Genau, um das Kennenlernen geht es heute. Ihr habt ja im letzten Video etwas über die liturgischen Farben gelernt, und zwar die liturgischen Farben anhand des Messgewands. Und ich habe mich gefragt, weißt du denn eigentlich, was ein Priester so drunter trägt? Und da habe ich den Pfarrer Fasel einmal gefragt und der wird heute im Modell stehen. Und wir legen direkt los und fangen an mit dem Video. Ja, ihr wisst alle, dass wir katholisch sind. Aber manchmal wird das auch noch genauer gesagt, man ist römisch-katholisch. Römisch-katholisch, das bedeutet, dass wir als Christen uns auf eine lange Tradition von 2000 Jahren zurückführen, die im Israel, im Land Jesu begonnen hat, aber in Rom, der Hauptstadt der damaligen Welt, eigentlich ganz viele neue Aspekte bekommen hat. Zum Beispiel hat sich die katholische Kirche, die in Rom durch die Apostel Paulus und Petrus dann gegründet wurde, auch an der Kleidung der damaligen Zeit orientiert. Deswegen trägt der Priester der römisch-katholischen Kirche heute noch Kleidung, wie sie vor 2000 Jahren in Rom üblich war. Das Erste, was man anzieht, ist dieses Tuch, das sogenannte Schultertuch. Das heißt so, weil es um die Schulter gelegt wird und dann zwischen Bauch und Brust zusammengebunden wird. Dieses Schultertuch soll den Schweiß aufnehmen, damit das nicht an die anderen Gewänder rankommt, die man nicht so gut waschen kann. Das ist wie bei der Unterwäsche, das kann man immer wieder schnell in die Waschmaschine stecken. Früher hatte man keine Waschmaschine, da wurde das vielleicht einmal in der Woche in der Waschhütte sauber gemacht. Aber das ging einfacher als das andere Gewand, was jetzt darüber kommt, also das Schultertuch quasi als Schutz. Und darüber wird dann getragen die sogenannte Albe. Albe heißt auf Deutsch übersetzt einfach weiß, weil dieses Gewand weiß ist. Das war das Untergewand, welches man in Rom getragen hat. Ihr wisst, dass auch heute in orientalischen Ländern Männer teilweise noch einen Kaftan tragen, auch so lange Gewänder. Das war überall üblich. Männer und Frauen trugen solche langen Gewänder. Bei uns ist das nicht mehr üblich, aber der Priester trägt das noch. Zumindest bei der Messe, dieses lange weiße Gewand, die Albe. Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, damit ihr seht, die Albe geht bis auf den Boden. Damit man nicht stolpert, wird die noch durch einen Gürtel zusammengehalten. Den zeige ich euch gleich. Ja, so sieht das aus. Damit ich mir nicht auf den Saum trete, nehme ich jetzt das Zingulum. So heißt nämlich dieser Gürtel, Zingulum. Ihr kennt vielleicht das Wort, da wird jemand von anderen umzingelt. Das kommt davon. Der Gürtel ist das Zingulum. Ich werde nicht von Feinden umzingelt, aber mit dem Zingulum kann ich eben dieses Gewand gürten. Damit es etwas höher geht und ich mir nicht drauf trete. Das ist die Kleidung, die Menschen früher so ganz üblicherweise getragen haben. Der Priester in der Messe trägt diese Gewänder auch, um zu zeigen, nicht ich als Priester bin der Mittelpunkt, sondern ich verschwinde eigentlich hinter den Gewändern, die hinweisen auf etwas Besonderes, auf den Gottesdienst. Wir stehen in einem Dienst vor Gott und der Priester repräsentiert
Jesus Christus ist so in Vertretung da und deswegen tritt er als Person dahinter zurück. Aber er hat eine besondere Funktion, eine besondere Aufgabe. Die kommt zum Beispiel zum Ausdruck in diesem Stoffstreifen, das ist die sogenannte Stola. Die wird so um den Hals gelegt und dann an dem Zingulum befestigt, dass sie nicht verrutscht. Diese Stola, das war ein Hoheitszeichen der kaiserlichen Beamten in der römischen Zeit. Und der Priester trägt das als Zeichen seiner priesterlichen Vollmacht, dass er im Auftrag der Kirche, der Gemeinde dient. Und darüber, über dem Schultertuch, der Albe, die mit dem Zingulum zusammengehalten wird, und der Stola als Zeichen seines Dienstes, kommt dann ein Gewand, das heißt, das ist das Messgewand, das hat aber auch noch einen lateinischen Begriff, das heißt Kasel. Kasel, das kommt von dem Wort Casa, kennt man aus dem Latein, aus dem, ja, ist lateinisch Casa, aber im Italienischen gibt es das eben auch noch. Casa, Kasel, dieses Gewand ist wie so ein Zelt. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr das besser seht. Lang und weit, das umhüllt den Menschen und Kasula, Kasel, Kasula heißt eigentlich das kleine Häuschen. Der Priester ist also wie in einem kleinen Häuschen in dieses Gewand gehüllt und sagt so, ich als Person trete ganz zurück hinter dem, in dessen Auftrag ich mit der Gemeinde Gottesdienst feiere. Das ist das, was wir alle gemeinsam tun. Der Priester dient der Gemeinde und gemeinsam feiern wir Gottesdienst, indem die Menschen sich zum Gottesdienst meistens auch etwas bessere Kleider anziehen und der Priester eben in diesem Gewand für Gott vor den Menschen steht. Und so freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auch mal gelegentlich beim Gottesdienst begegnen und ihr mich dann erkennt, einmal als den Priester, der im Dienst der Gemeinde steht, und dann eben auch als den Pfarrvikar, Bert Michael Fasel, der diesen Dienst für euch und mit euch ausübt. So, liebe Erstkommunionkinder, jetzt wisst ihr auch Bescheid, was der Priester so drunter trägt. Das war das heutige Video. Alle Materialien findet ihr wie immer unten. So ein kleines Rätsel und so ein bisschen die Frage, wie waren denn nochmal die liturgischen Farben? Und wir wünschen uns jetzt und euch vor allem ein schönes Wochenende. Ich danke dir, Pfarrer Fasel, dass du das Ganze mitgemacht hast. Und ja, hast du noch Wünsche für die Kinder? Ja, ich wünsche euch, dass ihr eine gute Zeit verbringt und dass ihr noch in diesem Jahr Erstkommunion feiern könnt. Aber das wissen wir eben alles noch nicht. Auf jeden Fall alles Gute. Bis bald! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr.